Ladies and Gentlemen, stand up für dein Lieblingsangler. Ich lass die Rute wieder hängen in der Tiefseelandschaft. Yeah. Heute bombe ich an den Haken eine Tigergamba. Wenn ich's beiß, schmeiß ich einfach Dynamit am Sandstrand. Ich bin dein Lieblingsangler. Hey, dein Lieblingsangler. Friends and Friendinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung mit eurem Lieblingsangler. Ich habe mich eben schon von meiner Frau verabschiedet, von meinem Kind, jetzt gleich noch von den Tieren. Ich koche mir hier noch etwas. Auf jede Reise, die ich mache, immer gekochtes Essen mit. Essen kannst du nämlich immer gut transportieren, nur Getränke nicht. Dann geht's gleich in den Flieger und es geht an einen krassen Ort, an den Ursprungsort meines Angelns. Und wir werden sicherlich ein paar schöne Fische fangen. Deshalb bleibt dran, zurücklegen und genießt einfach diese Sendung. Viel Spaß, mein Lieben. Yeah! Und dann kommen sie in die Pfanne, die Guten. Hoffen wir, dass diese Rinder irgendwann in ihrem Leben glücklich und zufrieden waren, bevor ich sie auch esse. Ja, ja, mehr kann ich denn machen. Tschüss, Sogi. Ciao. Mach's gut, Mahi. Neni. Los geht die Reise. Zieht euch Oskar rein. Oskar fährt mich jetzt zum Bus. Dann fahre ich mit dem Bus zum Flughafen. Oskar ist einfach der Geilste. Hola. Hola, Lady. Oskar. Muchas gracias. Hey, ciao. Ich bin drin im Bus. Es geht los. Die Reise startet jetzt. Es wird crazy. Meine Traurigkeit ist immer noch da. Wegen Lulu und Louis, aber jetzt geht's los. So, ich habe meinen Koffer abgegeben. Alles hat gut geklappt. Ich werde jetzt durch den Sicherheitsbereich gehen, dann werde ich mein Luluschen anrufen und dann steige ich schon in den Flieger ein, esse vielleicht vorher noch was und dann geht es zurück in die... Na, das verrate ich noch nicht. Wie sich das gehört, gibt es noch eine mallorquinische Ensaimada vor dem Abflug. Okay. Muchas gracias. Adios. Adios. Friends and Friendinnen. Ich bin angekommen, hier im Flieger. Ich habe meine Ensaimada, die esse ich gleich, mein Wässerchen. Sitze hier wieder an dem besten Platz der ganzen Welt, Beinfreiheit. Und jetzt geht's gleich los. Hier vorne, da habe ich meinen riesen Palometon gefangen. Meine zwei. Vom Strand. Und hier hinten, da haben wir die großen Baguettas gefangen. Crazy. Also ich verrate euch jetzt, wo wir sind. Guckt mal raus, wir sind in Deutschland. Welcome to Germany. Hubi holt mich jetzt ab. Ich freue mich so auf ihn. Seid gespannt auf Hubi. Mein Lieben, zieht euch rein, wer da ankommt. Er ist es. Der Hubertus. Alter, du bist hier jünger geworden. Wir befinden uns in Deutschland. Morgen früh geht es dann gerade los mit dem Angeln. Das werden die krassesten Angeltage überhaupt. Wer die Aktion vom letzten Jahr gesehen hat, mit Hubis Wels, mit dem Karpfen, wartet mal ab, was morgen passiert, übermorgen passiert. Es wird so brutal. Es kommen krasse Videos. Bleibt dran, mein Lieben. Hier ist wieder der Marius. Den habt ihr schon mal gesehen in dem letzten Video. Und das ist Katha, seine süße Freundin. Guckt mal ihre Beine an. Und ihren Eierkopf. Mike. Marius. Jetzt sagen wir meinen Eltern mal Hallo. Die schlafen schon um Viertel nach sieben. Das tut sich was. Die Mama. Ja, ich, das wird ja als Länge, oder was? Ich kürze ja schon. Du bist kürze. Ach du alle tolle Sonne. Okidoki, gleich sehen wir noch Oma und Opa. Tschüss. Tschüss. Was ist denn, Alvin? Noch nicht. Wieder.
Gut, wieder ein Weichi-Mann. Gut, selbst. Ach, auch gut, Ubi. Schön abgeholt. Ja, logisch. Gell? Hast du gut gemacht. Weichi-Mann, hey. Oh mein Gute. Ei, was freue ich mich, dass du da bist. Ich kenne. Ja. Gemerkt. Schön, gell? Ich habe ein jetzt schönes Bierchen, könnt ihr was zum Essen haben? Mach's gut, Omi! Tschüss! Ciao! Geil. Danke! Meine Lieben, es geht los! Ich bin frisch, ich bin fresh. Ich fahre zu meinem Freund Frankie, der gibt mir die Angelpapiere. Und dann geht's ans Gewässer! Wuhu! Und jetzt fahre ich an hier entlang an der Dill, an meinem Heimatfluss. Da ist die Dillbrücke zwischen Sinn und Eding. Ach Mann, ey, da geht's, da unten ist das Wasser. Ich kann schon förmlich riechen. So, ich bin jetzt angekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Frank aussieht. Ein Jahr lang habe ich ihn nicht gesehen. Ich habe eine neue Rute dabei, aus dem günstigsten Sektor eigentlich, die es gibt. Und sie ist super geil, die erkläre ich euch und zeige ich euch gleich. Und ich freue mich einfach, dass es jetzt losgeht. Ich bin echt happy. Oho. Guck dir mal! Da ist er! Endlich ist er wieder mal da, der Gute! So, wir klären das jetzt hier ab mit den Papieren und dann geht's gleich los. Wir sehen uns dann am Wasser. Viel bitte heil! Wow! Ich glaube, man hat's gesehen. Da ist gerade der Turmfalke, als ich angefangen habe zu filmen, runter und hat sich was geholt. Da fliegt er jetzt weg. Wie geil ist das denn? Jetzt werden erstmal die Schuhe getauscht. Und zwar sind das meine Schuhe, die habe ich bei meiner Oma mit 14 Jahren gelassen. Und sie hat sie tatsächlich aufgehoben. Und das ist jetzt perfekt zum Angeln. Und zwar habe ich die krasseste Kombo, eine der günstigsten Kombos, die es gibt. Und ich bin total davon überzeugt und überwältigt, weil ich sie so geil, leicht, angenehm und super in der Hand liegend habe. Also ich muss wirklich sagen, ich bin absolut überwältigt. Der Frank war eben auch schon absolut überwältigt davon. Und zwar ist das die Favorite X1. Ich habe die jetzt in der Länge von 2,29 Meter und 10 bis 32 Gramm Wurfgewicht. Dazu gibt es eine Diver Crossfire 2500B. Eine Süßwasserrolle, keine Salzwasserrolle. Super geiler Eindruck. Also ich muss wirklich sagen, dieses Gerät ist absolut krass. Schön straff. Schön leicht, einfach der Hammer. Und das hier ist ein Scatlet Paddler, ich glaube, so hat er gehießen. Ein ganz, ganz, ganz weicher Gummifisch, ganz geiles Teil. In Sexy Penny. Ja, der Jigkopf ist aus der Better Fishing Box, das Stahlvorfach auch. Und ich bin der Lieblingsangler aus Mallorca. Und ich mache mich jetzt hier an dieses Gewässer und werde jetzt gleich einen riesen, fetten, brutalen Monster-Hecht hier rausholen. Ich gebe alles meinen lieben Friends und Friendinnen. Ich bin dankbar, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Ich bin einfach happy. Und jetzt geht's los. Yeah! Sag etwas! Yeah! Ganz brutal. Mein Herz schlägt. Wie viele kleine Fische hast du da verloren? 7 Stück und jetzt haben wir dafür den großen gefangen. Jetzt haben wir ja Fisch zu essen! Wow! Juhu! Hier seht ihr das Foto des ersten Hechtes, den ich in meinem ganzen Leben gefangen habe. Ungefähr 12 Jahre hatte ich. Der weibliche Hecht kann bis ca. 1,50 Meter groß werden, die Männchen ca. 1 Meter. Sie sind der am weit verbreitetste Süßwasserfisch, kommen von Nordasien über Europa bis nach Nordamerika vor. Sie sind extrem schnell beschleunigende Ansitzjäger und fressen von kleinen Fischen, Amphibien bis hin zu kleinen Wasservögeln so ziemlich alles, was bei ihnen vorbeischwimmt. Ich muss jetzt leise sein, weil hier vorne könnte schon irgendetwas theoretisch stehen, was Lust auf meinen Köder hat. Okidoki. Also wie die sich führen lässt, richtig angenehm. Das muss man mal wieder dazu sagen. Wenn jetzt so ein dicker Hecht da drauf geht. Junge. Der Köder geht auch gut ab. Sieht schon so wurmmäßig aus. Ich denke, ich wechsle jetzt mal den Köder. Den will ich nämlich mal gerne probieren. Bekommt ihr im Hype Fishing Shop. Geiles Teil, den werde ich jetzt als nächstes abchecken. Alter, wie das Ding abgeht. Junge, wie das Ding abgeht.
Also das ist hier mal nur brutal. Junge, ich hoffe, ich habe ihn richtig eingehauen. Aber wie das Teil abgeht, dieser Köder ist unschlagbar. Ich habe noch keinen Hecht damit gefangen, aber er ist so geil. Die Rute, bin ich wirklich fasziniert, macht die hier so einen geilen Eindruck. Aber es gibt nicht so viele Hechte, aber die Hechte kommen im Frühjahr hier hoch, treffen sich und laichen. Mein größter Hecht war 96 cm, hatte 94 cm und hatte 4,2 Kilo. Ganz langes, dürres Ding, wunderschön gezeichnet, einer der schönsten Hechte meines Lebens. Hier vorne sieht man einen richtig dicken, fetten Brassen schwimmen. Ja, wenn wir jetzt auf Brassen aus, dann könnten wir den mit einer Made anwerfen. Oh Mann, ist das herrlich. Alter, und was ist ein Karpfen. Junge, Junge, Junge. Dicker Karpfen. Da ist es passiert. Das Spinnerbait hängt im Baum. Jetzt muss ich den irgendwie holen, weil den kann ich nicht verlieren. Alter, ich hatte gerade den ersten Biss und zwar habe ich geworfen, direkt da an den Busch. Köder kam ins Wasser und es hat einmal reingetockt. Es war ein Stückchen weiter nach rechts, aber vielleicht... Alter, ein Biss. Alter. Ein Biss, das glaube ich doch nicht. Also natürlich weiß ich nicht, ob es ein Hecht war, aber auf der anderen Seite, was geht auf so einen doppelten Spinnerbait da drauf? Außer ein Hecht oder irgendein Monster. Friends and Friendinnen, guckt euch diese Landschaft hier an und trotzdem hat kein Hecht auch nur ansatzweise nach meinem Köder geschnappt. Ein Biss hatte ich, was das war, weiß ich nicht. Ich werde jetzt mich ins Auto setzen, werde zu meiner Mama oder zu meiner Oma fahren. Bei der Oma schmeckt es definitiv besser, sorry Mama. Aber bei meiner Mutter würde ich mich jetzt auch gerne mal an den Tisch setzen. Deshalb bin ich am überlegen, wo ich hinfahre. Irgendwo fahre ich hin und dann fahre ich weiter. Von der Dill geht's an die Lahm. Gino! Gino, du kleines Hündchen. Oh! Oh! Oh, ist das süß. So, mein Lieben, ich habe hier ganz kurz noch mal im Angelgeschäft angehalten, um Hallo zu sagen. Dieser gute Mann. Hallo. Der sagt, ich muss den Köder mitgeben, den musst du fischen. Wenn du damit was fängst, dann geht's ab. Naja, und dann fahre ich jetzt aber wirklich an die Lahn. Jetzt schickt's hier. Gib mir schnell an deine Tasche und dann Abflug. Also, der Cannibal-Chat, Junge. Der sagst du, geht ab. Richtige Kanone. Ihr seid Zeuge, wenn ich auf den Cannibal-Chat was fange, dann nächstes Jahr sehen wir uns wieder, wenn ich hier vorbeikomme. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Bitte. Meine Lieben, ich bin endlich angekommen an der wunderschönen Lahn im wunderschönen Mittelhessen. Jetzt habe ich alles wieder dabei. Meine schöne Rute, meinen bis jetzt noch Lieblingsköder. Den werde ich jetzt auf jeden Fall als allererstes mal probieren. Und ob da jetzt was rauskommt, das werden wir jetzt sehen. Ich bin guter Dinge. So, da geht's ans Gewässer. Die Lahn. Hier gibt es alles von Hecht, Barsch, Wels. Ja, einfach ein ganz schöner Fluss und ich lege jetzt los. Ich habe richtig Bock. So, Alter. Tailspinner Turbo. Entweder bei der in der Better Fishing Box oder ihr bekommt den im Hype Fishing Shop. Und der geht jetzt auf Barstation. Irgendwas muss hier doch heute rauskommen. Oh, Alter. Ist das herrlich. Nein. Nein. Mein Erfolgs... Nein. Ein Hänger. Jetzt komm, bitte lass ihn ab. Ja. Ja, er ist ab, er ist ab, er ist ab, er ist ab. Und alles ist schon wieder gut. Yes up, yes up. Alter, ich dachte, er wäre weg. Mittlerweile werde ich ein bisschen platt. Ich habe jetzt hier den, Kadaver-Shed, Cannibal-Shed rangemacht, in der Hoffnung, dass da was geht. Alter Verwalter, ich sag's euch,
Das ist aber auch was, wa? So, jetzt aber der Kadaver, Chat. Nein. Alter. Damit ihr das auch mal seht, wie ich das hier alles transportiere, ist das reinste Chaos. Hier liegt einfach alles in dem Rucksack drin. Alles. So, jetzt habe ich mir wieder den hier montiert. Thunder Pro. I like that shizzle manizzle. Was ist das? Alter. Da kommt aber irgendwas ganz Gewaltiges. Wow. Das ist ja mal richtig geil. Tote Welt. Junge, was ist das denn? Junge. Riesenbaum. Jetzt muss man sich. Aber das ist jetzt wieder ein Erfolg gewesen. Junge. Ich setze die Flasche an und ziehe sie ab. Fange dann zu schießen an. Nehme mir das Mike und lass an keiner Wandfliese dran. Meine Wörter laufen wie ein Hund an einer Wiese lang. Das mal Partystimmung und du hörst, jetzt ist der Riese dran. Ich hab den geilen Flow. Heute bin ich Batman. Meine Girls sind hier, deine blieben in einem Chat hängen. Heb die Arme hoch, als hätte dir einen Jetpack. Sonnenbrille auf und eine New Era Snapback. Alter, ich krieg die absolute Vollkrise heute. Es hat sich ausgechattert. So, ich leg jetzt die Kamera weg. Wenn Fisch noch kommt, drücke ich drauf. Wenn nicht, sehen wir uns das nächste Mal. Dann verspreche ich euch, kommt ein dicker Fisch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich bin batschnass geschwitzt. Naja, ich gebe alles. Ich habe alles gegeben. Ich gebe auch jetzt noch alles. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen mitgenommen auf den Weg. Drückt auf Like, abonniert den Kanal und schaltet beim nächsten Mal wieder an. Wenn es heißt, der Meeresangler ist am Süßwasser und fängt hoffentlich einen Fisch. Wow! Meine Lieben, so, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt. Also, das war ein wunderschöner Angeltag. Ich hätte gerne ein Video mit Fisch gehabt. Jetzt gibt es ein Video, ein Anreisetag ohne Fisch. Es tut mir leid. Aber ich hoffe, es war trotzdem für euch genauso unterhaltsam. Lange Rede, kurzer Schniedel. Ich habe alles versucht. Es hat nichts geklappt. Euch geht es bestimmt genauso, ganz oft so. Das ist halt einfach Angeln. Und das kann man auch ruhig mal zeigen, finde ich. Wenn man es nicht zeigen darf, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr sagt, genau so muss das sein, dann schreibt das auch mal in die Kommentare. Morgen haben wir den krassesten Angeltag ever vor uns. Und den krassesten Tag, da geht es richtig rund. In diesem Sinne, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und okidoki, meloki, smoky, jokey. Yeah! Da ist er. Das ist ganz versteckt. Das ist Angelrap, Deutsch. Ja! Da ist einer. Und da angelt kein Mensch. Guck, wie der losgelassen hat.